Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Haben Sie schon mal etwas von diesem sogenannten Methylkreislauf gehört? Ich habe das mal in einem Buch gelesen über Epigenetik und habe festgestellt, wow, da lässt sich ja unfassbar vieles verändern am Menschen, sei es noch in der Prävention, aber sei es auch im Krankheitsfall, indem man wirklich von übergenetischem Sichtweise Einfluss nimmt auf die Gene eines Körpers und hier unfassbar vieles verändern kann. Und das hat mich sowas von fasziniert, aber so richtig verstanden habe ich es eh nicht. Und deshalb habe ich mir einen Gast eingeladen, der innerhalb der deutschsprachigen Community sehr gute Ausbildung anbietet für Ärzte, für Therapeuten im Bereich der Epigenetik, aber auch schon mit Bruce Lipton auf der Bühne gestanden ist oder auch mit Joe Dispenza. Wer das ist, zeige ich Ihnen gleich nach dem Intro. Bleiben Sie dran! Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich den Arzt Ihnen auch zeigen, der sich mit Epigenetik befasst und dieses wertvolle Wissen in die Welt hinausträgt, nämlich der Dr. Med. Manuel Burzler. Herzlich willkommen, lieber Manuel. Ja, danke für die Einladung. Danke. Dieses Methylkreislauf, können das unsere Zuschauer jetzt verstehen, wenn wir jetzt dir zuhören? Hoffentlich. Also gut. Ja. Ich weiß nur, es ist extrem wichtig. Ja. Genau. Also ich erkläre das immer wieder auch meinen Patienten. Viele Patienten kommen zu mir in die Praxis oder die Teilnehmer bei uns in der Ausbildung, die sagen, okay, ich habe eigentlich jeden Tag chronischen Stress, emotionalen Stress oder auch körperlichen Stress. Und was kann ich dafür tun, damit dieser Stress besser abgebaut wird? Mhm. Und einer der wichtigsten Enzyme, die Stresshormone abbaut, Adrenalin, Noradrenalin zum Beispiel, ist das COMT-Enzym. Mhm. Und das COMT-Enzym, das braucht Methylgruppen. Und diese Methylgruppen, die bekommen wir zum Beispiel über unsere Nahrung, bauen aber zum Beispiel auch unser Mikrobiom, kann auch zum Beispiel Methylgruppen bauen. Oder zumindest die Vorstufen davon, also uns helfen, Methylgruppen zu bauen. Und wir haben in unserem Körper, in vielen, vielen Zellen, einen Methylkreislauf, der am Ende Methylgruppen baut, damit wir genug Methyl haben, um Stresshormone abzubauen über dieses COMT-Enzym. Ja. Also alle, die Zuschauer, das Gefühl haben, ich bin immer mehr am Anschlag, ich kann nicht mehr runterfahren, der Stress wird immer größer, muss schauen, dass er mehr COMT-Enzyme produzieren kann. Und dazu gibt die Epigenetik einen Weg. Genau. Unser Körper produziert COMT-Enzyme und dieses COMT-Enzym braucht halt als Futter, sozusagen, damit es richtig arbeiten kann, damit die Maschine richtig laufen kann, eine Methylgruppe. Und leider ist es so, dass wir mittlerweile in einer Umwelt leben oder in uns selber ein Milieu ist, dass nicht genug Methylgruppen gebildet werden können. Entweder bekommen wir sie über die Nahrung nicht genug oder in unserem Darm haben wir Entzündungen, damit nicht genug Methylgruppen gebildet werden können. Oder auch, wir haben vielleicht bestimmte Kofaktoren nicht, wie B-Vitamine oder Mineralien nicht, damit dieser Kreislauf nicht richtig arbeiten kann, nicht genug Methyl gebaut werden kann und am Ende die Stresshormone nicht gut abgebaut werden können. Gibt es auch Leute, die zu viel COMT-Enzyme produzieren? Wie drückt sich das aus? Ja, also wir haben, man kann genetische Tests machen und schauen, haben wir zum Beispiel ein COMT-Enzym, was ganz schnell arbeitet und Stresshormone ganz, ganz schnell abbauen kann? Oder haben wir ein COMT-Enzym, was langsam arbeitet und Stresshormone langsam abbaut? Und das Spannende ist, dieses COMT-Enzym baut tatsächlich, oder wenn man sich das anschaut, je nachdem, welches COMT-Enzym man hat, hat man auch gewisse Charaktereigenschaften. Also super spannend. Ja, eben, ja. Das finde ich auch. Dann zeigt man mit einem Finger auf jemand anderen und sagt, oh, der ist ja wirklich sehr schwerfällig in seinem Gedankengut und. Und dabei ist es ja eigentlich nur dieser Methylkreislauf, der bei ihm aufgrund genetischen Dingen und auch epigenetischen Einflüssen entsprechend funktioniert. Genau. Also zum Beispiel, wenn jemand dazu tendiert, zum Beispiel gerne Bungee-Jumping zu gehen und die ganze Zeit einen Adrenalinkick braucht, kann es gut sein, dass er jemand ist, der ein COMT-Enzym hat, was super, super schnell läuft und er immer wieder diese Stresshormone braucht, weil er sonst nicht in die Aktivität kommt. Ja. Das sind meistens die Leute, die Bungee-Jumping gehen, die haben ein schnelles COMT-Enzym und können super, super schnell Stresshormone abbauen. Aber wenn man den jetzt gegenreguliert über eine gewisse Ernährung oder so, dass du dann sagen würdest, würde er eigentlich diesen Drang auch nicht mehr so verspüren, oder?
Also es kommt drauf an. Also eher gesagt, er wird wahrscheinlich schon von der Persönlichkeit jemand sein, immer der schon nach bestimmten Kicks wahrscheinlich sucht. Ja, sich oder wir raten dann immer so welchen Menschen zu sagen, such dir doch vielleicht nicht das Bungee-Jumping und immer wieder diesen Stresskick, sondern such dir vielleicht irgendwelche anderen Dinge, die dich erfüllen und die dir auch immer wieder, sagt ich, positive Stresshormonausschüttungen gewährleisten. Mhm. Ja. Aber das Spannende, du sprichst es gerade an, im Laufe des Lebens ist es leider so, dass wir zum Beispiel Umweltgifte in uns hineinbekommen, die auch diese Enzyme blockieren. Ja, Quecksilber zum Beispiel. Quecksilber hat die Eigenschaft, jedes Enzym im Körper theoretisch blockieren zu können oder teilweise blockieren zu können. Das heißt, es kann gut sein, dass sich dieser Charakter oder dieser Mensch, der in der Jugend immer Bungee-Jumping gegangen ist, im Laufe des Lebens ganz viel Schwermetalle bekommt, ja, über die Umwelt, über Trinken und so weiter, über Essen. Und irgendwann ist es arbeitet dieses COMT-Enzym nicht mehr so gut und dann kann er nicht mehr so schnell Stresshormone abbauen und dann verändert sich auch der Charakter. Mhm. Also es, zu sehen, wie manche Dinge zusammenhängen, ja, ist einfach faszinierend. Mhm. Gibt es auch ein Enzym, das verantwortlich ist, dass ein Mensch gar nicht in die Gänge kommt? Eigentlich der ganze Tag eine Schlaftablette ist, oder? Ja, zum Beispiel, wenn dieses COMT-Enzym rein theoretisch extrem schnell arbeitet, ganz, ganz schnell arbeitet und die Adrenalin und Noradrenalin und auch Dopamin. Dopamin ist ja dieses Hormon, was uns in der Früh auch in die Aktivität bringt. Ja? Nicht nur Cortisol, sondern auch Dopamin. Wenn wir kein Dopamin haben, dann haben wir keinen Bock, in der Früh aufzustehen und zu sagen, heute starte ich in den Tag und schaffe was. Mhm. Und wenn dieses Enzym rein theoretisch, ja, in der Theorie zu schnell arbeitet und Dopamin viel zu schnell abbaut, dann könnte das ein Problem sein. Aber meistens ist dann das Problem, wenn wir die Vorstufen für Dopamin nicht mehr haben. Und die Vorstufe für Dopamin ist Tyrosin, L-Tyrosin. Das ist eine Aminosäure. Und wenn uns die fehlt auch noch und wir haben noch ein schnelles COMT-Enzym, was schnell Dopamin abbaut, dann haben wir ein großes Problem, dann können wir nicht genug Dopamin bilden und wir kommen absolut nicht in die Gänge. Und das ist halt so wichtig zu verstehen, auch zum Beispiel für Psychotherapeuten, zu sagen, derjenige kann so viel Psychotherapie machen, wie er möchte. Es kann aber gut sein, dass ihm vielleicht die Bausteine fehlen, ja, damit überhaupt genug Adrenalin, Noradrenalin oder Dopamin gebildet werden kann oder unser Glückshormon Serotonin, ja, das wäre in dem Fall L-Tryptophan, und dass das auch untersucht gehört. Ja. Und auch zu gucken, einerseits habe ich diese Vorstufen, damit auch diese Hormone gut gebildet werden können. Oder wenn es jemand ist, der zum Beispiel im Burnout ist und einfach immer wieder gestresst ist, ob der Körper fähig ist, diese Stresshormone überhaupt abzubauen. Ja. Dopamin muss am Abend auch abgebaut werden oder Adrenalin, Noradrenalin muss auch abgebaut werden. Habe ich das nicht die Fähigkeit, dann sitze ich am Abend auf der Couch, bin hochaktiviert und kann auch nicht schlafen gehen. Ja, das sind dann die Menschen, die irgendwann ausbrennen. Aber das kann man ja heute über diese Bluttests ja feststellen. Genau. Und wenn man ja weiß, dass er ein Problem hat abends mit dem Abbau, dann kann man ja gegensteuern. Ja. Genau, man kann heutzutage einmal einerseits genetischerseits messen, was für ein COMT-Enzym habe ich, also was habe ich für ein COMT-Gen und aus diesem COMT-Gen entsteht ein Enzym und dann kann ich gegenarbeiten. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich im Blut testen, bin ich stark mit Schwermetallen belastet oder nicht, muss ich mich eventuell entgiften, damit meine Enzyme wieder besser arbeiten oder nicht, also wie ist diese Situation? Mhm. Aber da ist wichtig zu verstehen, wie diese Dinge zusammenhängen. Denn es ist schon in irgendeiner Art und Weise komplex. Ne? Und einer der wichtigsten Kreisläufe, um zu verstehen, wie dieses ganze Konstrukt zusammenhängt, ist der Methylkreislauf. Und dafür habe ich dann heute den Methylkreislauf mal mitgebracht. Mhm. Ganz vereinfacht. Ja. Das sind mehrere Zwischenschritte eigentlich noch in diesem Methylkreislauf drin. Beginnen tut dieser Methylkreislauf mit Methionin. Methionin ist eine essentielle Aminosäure, die wir über die Nahrung aufnehmen müssen. Essentiell heißt, ich muss sie über die Nahrung aufnehmen. Mhm. Und wenn wir dann wird es weiter verstoffwechselt, Methionin zu SAMe. SAMe ist der universelle Methylgruppenspender im Körper. Über 200 Prozesse im Körper brauchen SAMe. SAMe spendet dann zum Beispiel für dieses COMT-Enzym eine Methylgruppe, spendet aber auch eine Methylgruppe zum Beispiel für unsere epigenetischen Kreisläufe, um Gene an- und auszuschalten, aber auch zum Beispiel, um richtig zu entgiften. Ja? Habe ich keine Methylgruppe, kann ich bestimmte Stoffe nicht richtig entgiften. Mhm.
Dann, wenn diese Methylgruppe abgegeben wurde, entsteht dann über andere weitere Zwischenschritte Homozystein. Auch ein ganz, ganz wichtiger und interessanter Fact. Und wir haben immer gesagt, in der klassischen Medizin, in der Kardiologie wird gesagt, wenn Homozystein erhöht ist, ist es ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall und so weiter. Keiner spricht aber darüber, dass Homozystein eigentlich nur ein Zwischenschritt ist in diesem Kreislauf und nicht der Risikofaktor ist für eine kardiovaskuläre Erkrankung, sondern das zeigt eigentlich nur, dass dieser Kreislauf nicht funktioniert. Ja? Und wir schauen müssen, wie wir Homozystein wieder runterbekommen. Und meistens ist es so, dass wenn Homozystein hoch ist, das sieht man dann darunter, wird aus Homozystein Glutathion gebildet. Ja. Glutathion ist der stärkste Entgifter für uns, einer der stärksten Entgifter. Wenn wir zum Beispiel bestimmte Gifte loswerden wollen, hängt sich der Glutathion dran und dann entgiften wir das Ganze. Und es ist einer der stärksten Antioxidantien im Körper. Und haben wir zu wenig Antioxidantien im Körper, entsteht Entzündung im Körper. Und was sind denn kardiovaskuläre Erkrankungen? Entzündungen in den Gefäßen. Mhm. Und dann entstehen sozusagen Verstopfungen, ja, Verkalkungen oder Atherosklerose und so weiter. Das ist eine Entzündung. Davor entsteht eine Entzündung und erst dann entsteht die Verengung und die Erkrankung wie eine KHK oder ein Schlaganfall. Das heißt, wir müssen uns eigentlich überlegen, okay, Homozystein ist zu hoch und ich muss gucken, dass dieser Kreislauf gut funktioniert. Also ich muss ihn pimpen. Ja, ich sage dann immer hacken. Zu den Männern sage ich hacken, zu den Frauen sage ich, wir müssen mal gucken, wir geben mal ein paar Kofaktoren und erklären das den Frauen ein bisschen genauer. Aber die Männer sagen immer, ich möchte das Ganze hacken. Das passt immer besser. Mhm. Das heißt, dass man hier dann die richtigen Kofaktoren gibt. Und einer der wichtigsten Kofaktoren sind zum Beispiel B-Vitamine, Vitamin B12, Folsäure, aber auch dann andere Mineralien wie Magnesium, Zink, Selen. Das steht jetzt hier zum Beispiel nicht dabei. Und zu gucken, dass diese ganzen Enzyme, das sind diese blauen wie BHMT, MTR, CBS, dass die richtig arbeiten. Ja. Genau. Und völlig logisch. Ich kenne jetzt viele Leute, die geben Patienten einfach Glutathion, aber letztendlich beeinträchtigen sie den Kreislauf ja nicht von Natur aus, sondern nur temporär. Genau. Also Glutathion zu geben macht unfassbar viel Sinn, ja, wenn der Körper teilweise nicht genug Glutathion selber bilden kann. Und das macht viel Sinn, weil wir teilweise wirklich sehr, sehr viele Radikale haben in unserem Körper und wir Glutathion benötigen für die Entgiftung oder auch zum Wegfangen als Antioxidanz. Aber zusätzlich sollte man definitiv schauen, dass dieser Kreislauf funktioniert. Und dafür, es wird beeinflusst durch zum Beispiel Entzündungen. Haben wir zu viel chronische Entzündungen im Körper, wird er beeinflusst. Trinken wir zu viel Alkohol, wird er beeinflusst. Haben wir aber auch einen Mangel an Methionin zum Beispiel, da sind Veganer. Das ist das große Problem bei Veganismus. Veganer haben häufig einen Methioninmangel. Und das sehen wir dann so nach 1 bis 2 Jahren, wenn diejenigen sich dann vegan ernährt haben, dass man dann sieht, oje, die haben einen Methioninmangel, das müssten sie eigentlich substituieren. Ja. Das wissen die aber nicht. Nein. Man redet viel darüber, was sie schlucken sollten, um eigentlich gesund vegan leben zu dürfen. Aber das Methionin höre ich nie. Wo kriegt man das? An welchem Nährung? Ist das im Fleisch drin? Genau, Methionin ist eine Aminosäure und das ist dann zum Beispiel Fleisch drin, ist in Milchprodukten drin. Ah, dann würde aber auch das reichen, wenn Sie aber die 8 essentiellen Aminosäure schlucken würden, dann würden Sie es auch kriegen. Genau, und das macht dann Sinn. Und das empfehle ich dann auch allen Veganern, dass sie sozusagen Aminosäuren substituieren sollen. Und Methionin findet man natürlich auch in pflanzlichen Eiweißen. Das Thema ist aber bei pflanzlichen Eiweißen, dass sie relativ gesehen im Verhältnis weniger Methionin haben als andere Aminosäuren. Mhm. Und dann haben sie halt einen relativen Mangel an Methionin. Mhm. Ja. Und wenn man den ganzen Kreislauf anschaut, kommt unten rechts eben das CO, das KOMT-Enzym raus? Genau, das nur als Beispiel. Diese Methylgruppe, die man da sieht, eine Methylgruppe ist ein Kohlenstoffatom und 3 Wasserstoffatome. Mhm. Und dieses KOMT-Enzym benötigt halt eine Methylgruppe. Aber wie gesagt, wir brauchen Methylgruppen für ganz, ganz viele andere Kreisläufe auch im Körper. Aber schon spannend, wie tief wir heute schon reinsehen. Und wenn wir wissen, dass jemand wirklich Probleme hat mit Stressabbau und dass wir diesen Kreislauf in Ordnung bringen, dann produziert er genügend KOMT-Enzyme und kann den Stress abbauen. Ja. Ist doch schon faszinierend. Ja. Und das Faszinierende ist, dass sich die Charakter
Also der Charakter, ich habe zum Beispiel Patienten in der Praxis, die kommen immens aktiv hinein und sind total gestresst und so weiter. Und nach ein paar Monaten behandle ich nur den Methylkreislauf und sage, vor allem bei Männern, die wollen ja am Anfang nicht so viel machen. Die Männer, und dann werden sie ruhiger, kommen relativ und sagen so, oh ja, am Abend komme ich gechillt, ich kann wieder besser schlafen, die Schlafqualität nimmt wieder zu. Da hängen ja so viele Dinge miteinander zusammen. Weißt du, was ich mich manchmal auch frage, ist, inwiefern sind manche Menschen überhaupt zurechnungsfähig für die Dinge, die sie tun, wenn es doch im Hintergrund etwas nicht stimmt, das ihn zu diesen Dingen drängt, zwingt. Sag jetzt auch ein Amoklauf. Selbst da fragt man sich ja immer wieder, ist das die Darm-Hirn-Achse? Was ist da schiefgelaufen? Ich meine, rational ist es ja gar nicht. Und hier kommt man immer tiefer zu Schlüssel. Ja, manche Menschen, die können einfach extrem schlecht Stresshormone abbauen. Und was das dann mit denen auf lange Sicht macht, auch auf der psychischen Seite, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Natürlich hat das einen Effekt auf die Psyche. Das sind auch Menschen, die dann natürlich eventuell vielleicht zu Psychosen neigen, ja, irgendwann. Also im Extremfall. Mhm. Und aber wir können mittlerweile auch genetischerseits feststellen, wie gut baue ich zum Beispiel Serotonin, also unser Glückshormon? Oder wie schnell baue ich Serotonin ab? Also auch das ist ein Enzym. Ja. Meine Serotonin steht ja fürs Glücklichsein, oder? Ja. Glück, Freude. Und die Leute, die viel Trübsal haben, haben irgendwie etwas zu wenig an irgendeinem Enzym. Genau, ja, zu viel zum Beispiel. Also Serotonin ist ja unser Glückshormon und das muss auch abgebaut werden am Ende des Tages. Mhm. Und manche Menschen, die zum Beispiel zu Depressionen neigen, haben eher ein Enzym, was zu schnell Serotonin abbaut. Mhm. Das heißt, die haben einfach zu wenig, die bauen zwar Serotonin, aber bauen es viel zu schnell ab. Deswegen haben sie wahrscheinlich ein bisschen Trübsal. Wenn sie aber dafür sorgen würden, dass vermehrt Serotonin gebildet wird und die Vorstufen davon einnehmen, wie die Aminosäure L-Tryptophan oder 5-HTP, dann wird vermehrt Serotonin gebildet und dann sind sie auch glücklicher und das kann das Enzym so schnell arbeiten, wie es möchte. Aber das ist eine richtige Wesensveränderung. Ja, das sind richtige Wesensveränderungen. Und das Faszinierende ist ja zum Beispiel bei Serotonin. Aus Serotonin wird Melatonin gebildet, unser Schlafhormon. Ja. Und wenn man nicht genug Melatonin bildet heutzutage, dann schläft man schlecht ein und so weiter, Schlafqualität sinkt. Oder auch Melatonin ist einer der besten Entgifter fürs Gehirn. Und zu verstehen, wie diese ganzen Dinge zusammenhängen, dass man dann auch plötzlich, wenn man zu wenig Serotonin hat, nicht mehr gut schläft. Ja, spielt auch eine große Rolle. Das heißt, die Leute tendieren zu Depressionen oder haben Depressionen, haben aber zu wenig Serotonin und können natürlich deswegen auch nicht mehr schlechter schlafen. Teufelskreislauf. Mhm. Ja. Das ist alles ein Bestandteil innerhalb der Ausbildung? Das auch, ja. Wow. Ja. Wir haben jetzt nur von diesem Compt-Enzym gesprochen. Ich glaube, in dem Buch, wo ich mal gelesen habe, hat er irgendwie auf seine persönlich sechs wichtigsten, glaube ich, runtergebrochen. Und dann hat er wirklich so Fälle gebracht in dem Buch drin und immer gesagt, ja, das ist klar, hat es gemessen, zu wenig Compt, zu viel von dem, so, zack. Und wenn man das weiß, reguliert man epigenetisch anders drauf hin. Ja. Und das Problem ist gelöst. Ja. Genau das ist ein Bestandteil der Ausbildung. Genau, um diese Grundsachen zu verstehen und am Ende auch Einfluss zu nehmen. Ja. Mhm. Weil wenn man diese ganzen Dinge weiß, ist es am Ende simpel. Eigentlich ist es simpel, aber man muss sie halt wissen, man muss sie wissen und es bringt einem keiner im Medizinstudium bei. Ich durfte mir das sozusagen, dieses medizinische Wissen auch über Jahre aneignen. Ich hatte einen großen Vorteil, meine Eltern. Ich bin halt mit Kindesbeinen damit aufgewachsen. Ein Teil davon habe ich mal von meinen Eltern gelernt. Ein Teil habe ich von unterschiedlichen Mentoren gelernt. Ein Teil von dem Grundverständnis habe ich von Bruce Lipton gelernt. Ja, einfach, wir hatten ganz, ganz tolle Mentoren die letzten Jahre. Und immer noch. Das hört nie auf. Und wir eignen uns auch immer wieder neues Wissen an und bringen das sozusagen in Zusammenhang mit den ganzen Sachen. Und dann hatten wir auch tolle Mentoren, um uns überhaupt zu trauen, den Mut zu haben, damit nach außen zu gehen, in die Öffentlichkeit. Mhm. Ja, und uns auch in Anführungsstrichen, bis jetzt haben wir nicht so viel Kritik gekriegt, aber auch mal Kritik einzuholen und zu sagen, hey Jungs, ihr seid viel zu jung, warum wollt ihr das eigentlich anbieten? Ja. Mhm. Aber mittlerweile, davon sind wir ganz weit weg. Wir haben jetzt über 900 Leute ausgebildet. Da waren Chefärzte dabei, da waren ganz, ganz tolle Heilpraktiker dabei, die schon über Jahre lang auf dem Markt sind. Aber es waren auch Familienväter dabei.
Und die Resonanz war so gigantisch und Kritik ist uns jetzt mittlerweile, positive Kritik nehmen wir an, negative nehmen wir nicht mehr an. Ja gut, der Professor Dr. Urs Gruber hat mir nur gesagt, er bietet jetzt dann bald eine Master-Ausbildung dazu an und hat dich ja auch angefragt, ob du da drinnen eine Ausbildungsreihe anbietest, weil er ja auch gesehen hat, wie erfolgreich ihr das macht und wie bedeutsam das Thema ist. Ja. Und da muss ich schon sagen, endlich kommt das wirklich zusammen auch auf die Universitätsstufe. Ja, genau. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Wenn jetzt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, ein Therapeut, ein Arzt und sagt, wow, Gott, wusste ich gar nicht, dass es jetzt eine Ausbildung gibt. Wie lange dauert das, so eine Ausbildung? Wo kann ich mich schlau lesen darüber? Wie viel Zeit muss ich investieren, um dieses Basiswissen zu haben, um es einzusetzen? Also wir bieten eine Online-Ausbildung über 6 Monate an. Wir starten 3-mal im Jahr und man kann auf unsere Seite gehen unter www.epigenetikcoach.de und kann sich hier Informationen holen und einfach mit uns auch ein Gespräch ausmachen, um alle Informationen zu bekommen, wie teuer ist das Ganze, welche unterschiedlichen Module gibt es auch. Ja, es ist ganz unterschiedlich aufgebaut. Und ungefähr sind es Zeitaufwand 4 Stunden pro Woche. Ja, und dann auch teilweise haben wir noch Live-Sessions immer dabei, da wo Fragen gestellt werden. Mhm. Und insgesamt sind es über 60 Stunden Videomaterial und mit den Live-Sessions kommen wir dann schon knapp an die 100 Stunden. Mhm. Also die als Therapeuten, die müssen mir immer so Punkte einholen, Weiterbildungsseminar-Punkte, haben die auch schon? Nee, die haben wir tatsächlich nicht beantragt, auch mit Absicht nicht, weil man sich dadurch tatsächlich einschränkt in bestimmten Dingen, die wir gar nicht wollten. Etwa 100 Stunden Einsatz und nachher bin ich in der Lage, es anzuwenden. Das heißt, ich kann diese Analysen machen, ich glaube, das meistens über einen Bluttropfen oder so, und kann das dann interpretieren, meinen Patienten, und dann entsprechend regulieren. Genau. Wir haben das sehr praktisch aufgezogen. Wir haben gesagt, okay, jeder kann sich auch die Dinge teilweise rausziehen, die er auch wirklich in seiner eigenen Praxis noch machen möchte. Und das ist wirklich praktisch. Und zwar wichtig, einmal die Theorie zu geben, aber sofort diese ganzen Dinge auch in die Praxis umzusetzen. Und es bringt, ich habe viele Ausbildungen gemacht, wo die Theorie immer gelehrt wurde, aber am Ende habe ich nicht gewusst, wie bringe ich es eigentlich in die Praxis oder in mein Coaching oder sonstiges. Und dafür haben wir gesorgt, Wow, also herzliche Gratulation. Danke. Wirklich macht mich auch ganz stolz, dass Epigenetik jetzt wirklich so geschult und gelehrt wird und sich auch hier im Bereich der Gesundheitswesen etwas öffnet, wo Tür und Tor zur Heilung öffnet, präventiv eigentlich auch schon da ist. Aber wie gesagt, der Ansatz zur Heilung ein ganz anderer ist, wo man nicht mehr nur pflastert und repariert, sondern wirklich solche Kreisläufe schließt und letztendlich dem Körper die Chance gibt, Enzyme zu produzieren. Ich verstehe es langsam. Im Buch habe ich es nicht verstanden. Ja. Ich sage, ich muss das auch lernen. Ob jetzt das oder über ein Masterstudium, weiß ich auch noch nicht, aber ich muss das lernen, weil das ist A und O. Und auch für mich als Moderator, ich muss das verstehen, um die richtigen Fragen zu stellen. Also nochmals tausend Dank. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen hier auch aufzeigen, wie bedeutsam das Thema Epigenetik ist und dass man das nicht mit einem Schmunzeln abtun muss oder im Reich der Esoterik ansiedeln muss. Heute ist das knallharte Wissenschaft und man kommt da aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, was da alles für Fakten auf den Tisch kommen. Und deshalb animiere ich Sie gerne dazu, sich da damit mehr zu beschäftigen und vielleicht auch an die ganzen Therapeuten, die zuschauen, sich wirklich mal schlau machen, wie so eine Ausbildung detailliert aussieht und ob sie sich das wirklich auch in ihren Therapieplan mit einbeziehen können und wie viel Zeitaufwand und, das haben wir alles gehört. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.